bin mir sicher, Christiane nimmt Drogen. Wie bitte? Sie ist launisch, unzuverlässig, aggressiv und hat extrem an Gewicht verloren. Jetzt machen Sie mal einen Punkt. Christiane ist ein Teenager. Christiane hat sich verändert. Das muss ich auch bestätigen. Ich kenne doch mein Kind. Wie soll ich nur das Geld zusammenkriegen? Soll er so einen Typen geben. Gehört der zum Fahrer. Bei dem reißt, wenn ich einfach nur nackt ausziehst. Mehr musst du nicht machen. Dafür kriegst du Geld. Sternchen. Ich hab dir doch gesagt, was er gemacht hat, Mama. Ruhig. Er hat mir gesagt, es war ein Missverständnis. Vielleicht bist man nicht so empfindlich mit allem. Luise bringt dich morgen in eine Klinik. Es ist das Beste, wenn du jetzt professionelle Hilfe bekommst. Wenn Papa geht, bin ich ganz allein. Wenn er mich umbringt, auch. Scheißfamilie! Sag mal, hast du was für mich? Age! Hast du was? Ich werde dafür sorgen, dass wir genug haben. Sag mal, gehst du auch anschaffen? Nee, das ist das Letzte. Das würde ich nicht bringen. Benno? Der gute Benno verdient gerade tausende Stunden. Wir verdienen unser eigenes Age. Hast du Bock? Schluck auf. Sehr geil. Nimmst du auch Drogen? Mach dich auf! Ich will das nicht, aber ich will zu sehen. Ich hab keine Angst mehr. Ich hab keine Angst mehr. Ich hab keine Angst mehr. Wie sollen wir dich denn nennen? Christiane. Christiane F. Herzlich willkommen zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutjahr und heute begrüße ich eine der Stars aus Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Herzlich willkommen, Lena Ursendowski. Wie geht's dir und wo bist du? Mir geht's sehr gut und ich bin gerade in Berlin. Das freut mich. Also ich muss ja sagen, in den letzten Jahren ist es schwer, um dich herumzukommen und völlig zu Recht. Ich finde, du bist eine großartige Schauspielerin. Es werden leider viele Komplimente in diesem Interview kommen, nur dass du Bescheid weißt. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ist wahnsinnig abgefahren. Es ist ein Buch, was wahrscheinlich jeder mal gelesen hat. Vielleicht haben viele auch den Film gesehen. Jetzt kommt die Serie. Ihr tretet ja schon ein heftiges Erbe an, oder? Was war dein Gefühl, als du gehört hast, Christiane F. und du bist dabei? Erstmal war es total aufregend natürlich und ich habe mich total gefreut. Aber ziemlich schnell kommt dann auch dieses Gefühl von, oh Gott, kann ich dem gerecht werden? Und dann habe ich aber die Drehbücher bekommen und angefangen zu lesen und dann hat es mir sofort in allen Fingern gejuckt und ich hatte einfach Lust, das zu spielen, weil es als Schauspielerin natürlich auch spannend ist, so fordernde Rollen zu spielen. Und Stella, die Dame, die du spielst, ist wahrlich eine fordernde Rolle. Was hast du denn gedacht, als du das erste Mal im Kostüm warst? Oh, ich liebe das Kostüm von Stella. Am liebsten, also manchmal fand ich es echt schade, dass es nicht mein eigener Style ist, weil ich es einfach voll gerne getragen habe. Und ich liebe einfach die Mode aus den 70ern. Also als ich zum ersten Mal ihr Kostüm bei der ersten Kostümprobe getragen habe, dachte ich einfach nur, bitte mehr davon. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gibt's jetzt neu auf Prime Video. Worum geht's denn da ganz locker gesagt? Also ich würde mal sagen, grundsätzlich kann man sagen, es geht so wie auch in dem Buch und in dem Film, der bereits existiert, um Jugendliche, die der Heroinsucht verfallen. Das heißt aber natürlich, es geht eben um Jugendliche, das heißt, es ist auch viel Erwachsenwerden. Und ich, für mich zählt auch immer so der Gedanke, was ist eigentlich Sucht? Also ich finde, es geht auch viel um das Thema Verdrängung, indem man irgendwas findet, zum Beispiel die Valerie Koch, die meine Mutter spielt, die Rolle, die sie verkörpert, ist alkoholsüchtig. Dann die Clique ist natürlich am Anfang, nehmen sie einfach sehr viele andere Drogen und dann irgendwann Heroin und dann sind sie heroinsüchtig. Aber das Thema Sucht und Verdrängung, ich würde sagen, darum geht's auch. Und natürlich um alles andere, was Jugendliche so beschäftigt, die erste Liebe und Freundschaft und Abnabelung von den Eltern. Ja, lauter solche Themen. Alle Figuren, die wir kennenlernen bei Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, sind am Anfang irgendwie
man möchte, also den Drogenaspekt jetzt mal außen vor gelassen, sind das alles sehr nette Menschen, mit denen man irgendwie auch befreundet sein will. Na klar sind die nicht zu jedem nett, aber umso mehr man sie kennenlernt. Ich habe mich jedes Mal geärgert, wenn die dann zu Drogen gegriffen haben. Jetzt ist ja Stella in dem Sinne für dich, wenn du das liest, eine literarische Figur. Hast du dich auch geärgert oder ist das für dich klar, dass das passiert, weil es ja in der Story so sein muss? Es ist schwer, mit so wenig Abstand, wenn man die Serie jetzt guckt und so lange selbst dran gearbeitet hat, so diesen die Serie wirklich als Film zu schauen, ohne dass man daran denkt, dass man selbst die Rolle gespielt hat und sich an den Dreh erinnert und so. Dadurch habe ich dieses Gefühl noch nicht so richtig, aber ich glaube, in so 1-2 Jahren, wenn ich mir die Serie nochmal angucke, dann werde ich auch denken, um Gottes Willen, jetzt fang doch nicht schon wieder an, du hattest doch gerade einen Entzug und so. Also ich glaube, das sind dann diese Gefühle, die die Zuschauer jetzt hoffentlich haben, stellen sich dann bei mir, glaube ich, mit ein bisschen mehr Abstand auch ein. Sowohl die einige der Produzenten als auch Leute, die Regie geführt haben, haben gesagt, dass du im Vergleich zu allen anderen jungen SchauspielerInnen ganz andere Fragen vorab gestellt hast, dass völlig klar war, oh, die hat was vor, die weiß richtig, was sie tut. Was für Fragen hast du denn damals gestellt als erstes? Das höre ich zum ersten Mal gerade. Ich habe einfach das Buch gelesen und dann ploppen mir intuitiv so Fragen in den Kopf. Also jeder Satz, den man sagt, sagt ja was aus über eine Figur. Und ich glaube, ich stelle dann auch gerne einfach mal von einem erstmal nebensächlich wirkenden Satz ausgehend aus eine Grundsatzfrage oder so. Ich glaube, vielleicht meinen die sowas, aber ich meine, ich hab das nicht über mich selbst gesagt. Also ich weiß auch nicht genau, was du da gehört hast. Auf jeden Fall nur Positives, das als erste Stelle. Ich muss auch sagen, dein Spiel hat mich wahnsinnig begeistert. Ich war ein bisschen irritiert über die Frisur. Wie ging es dir? Ich muss sagen, ich mag die sehr gerne. Ich finde, sie hat so einen sehr eigenen Stil irgendwie und sagt viel über Stella aus. Es ist wild und gleichzeitig irgendwie auch ein bisschen drüber. Und Stella selbst hat ja auch keine Skrupel mit irgendwas. Und ich finde irgendwie, es passt gut zu ihren Vibes. Ja. Und was krass ist über die Zeit hinweg, ist natürlich die Veränderung. Am Anfang ist sie so gefühlt die Fashion Queen, die hat alles im Griff. Und umso weiter man in den Folgen vorankommt, umso schlimmer steht es dann natürlich um sie, wenn man dann wirklich auch sieht, was für eine Wahnsinnsarbeit das Make-up-Department da teilweise geleistet hat. Du sahst fürchterlich aus. Dankeschön. Nee, das war wirklich ziemlich herausragend. Also ich war auch jedes Mal, wenn ich in die Maske gestiegen bin und dann wieder rauskam aus dem Mobil, dachte ich mir, wow, jetzt haben sie in einer Stunde oder sogar weniger mich völlig verwandelt. Und es war wirklich ganz schön toll, was sie geleistet haben. Wie sind die denn überhaupt auf dich gekommen? Oder hast du gesagt, ey, wenn irgendwo Bahnhof zugemacht wird, ich will dabei sein? Also ich habe ganz normal ein Casting gemacht, wie alle anderen auch. Und es war aber so ein bisschen beides. Ich habe gehört, dass es demnächst gemacht wird und dass man da zum Casting gehen kann und hatte selbst aber noch keine Einladung und habe dann so ein bisschen an meiner Agentin gezupft und war so, könntest du mich da nicht vorschlagen? Und dann kam aber parallel dazu schon die offizielle Casting-Einladung. So hat sich das ein bisschen überschnitten. Wie alt ist Stella? Ah, das ist eine gute Frage. Es wird nicht ganz unbewusst nie wirklich genannt. Also es ist auf jeden Fall ein Fakt, dass sie einen Tick älter ist als die anderen, dass sie auch 1-2 Klassen wiederholt hat. Und ich habe sie für mich immer so um die 16 eigentlich, am Anfang der Serie. Und wärst du eigentlich lieber gerne Christiane gewesen in der Serie? Also am Anfang, bei der ersten Castingrunde sind alle erstmal für alle Rollen vom eigenen Geschlecht hingegangen. Das heißt, ich war erstmal für grundsätzlich alle weiblichen Rollen, die irgendwie in der Serie vorkommen und in dem Alter sind, hingegangen. Und da war es so in der ersten Runde klar, wenn man sich dann überlegt, welche Rollenprofile interessieren einen, welche Charaktere hat man auch selbst noch nicht so oft gespielt. Da war ich erstmal ziemlich offen für alles und dachte erstmal, boah, das Thema ist spannend. Und ich wurde dann aber schon für die zweite Runde direkt auch für den Charakter Stella eingeladen. Und ab da war es für mich total klar, dass ich, wenn, dann auch Stella spielen möchte. Also es ist so, wenn man sich einmal auf eine Rolle einlässt und sich mit der so richtig identifiziert, dann ist es völlig abwegig, für mich zumindest, dann auf einmal drüber nachzudenken, dass ich auch die anderen hätte spielen können oder wollen. Also das war dann eigentlich, zumal ich Stella so sehr liebe, ich vermisse sie jetzt auch schon richtig. Was einfach so Spaß gemacht hat, sie zu spielen.
Ich glaube, es wäre aber auch für deine Eltern wahnsinnig befremdlich geworden, wenn du Christiane gespielt hättest. Denn in der Serie wird Christianes Vater von deinem Bruder gespielt. Ja, das stimmt natürlich. Stimmt, so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber ja, stimmt. Sebastian Ozenowski, mein Bruder, spielt den Vater von Christiane. Ja. Und ich habe jedes Mal gedacht, der ist doch viel zu jung. Aber jetzt weiß ich natürlich, dass gerade 70er, 80er waren die Eltern auch wahnsinnig jung. Wann habt ihr rausgekriegt, dass ihr beide bei dem Projekt dabei seid? Ziemlich parallel. Das war ganz schön, weil es waren, glaube ich, so wirklich irgendwie nur ein paar Tage Unterschied. Und ich weiß noch, dass ich gerade einen Kinofilm gedreht hatte und ein Abschlussfest hatte. Und dann kam Basti und hat angerufen und dann erzählt, ich hatte kurz vorher die Zusage bekommen, dass er jetzt auch eine Zusage hat. Und es war total schön. Und dann haben wir uns beide sehr gefreut, weil es auch das erste Mal ist, dass wir zusammen in einem Projekt spielen. Obwohl wir natürlich nicht eine einzige Szene zusammen haben, was wirklich schade war. Aber trotzdem ist es natürlich schön, wenn man eine Vertrauensperson von vornherein bei einem Projekt mit dabei hat. Und dann übernehmt ihr irgendwann schön die deutsche Filmindustrie. Ja. Und viele werden dich natürlich auch kennen von How to Sell... Das ist immer der Titel, bei dem ich stolper. Sag du es bitte einmal in schön. Von How to Sell Drugs Online Fast. Yes. Season 2 bist du mit dabei. Und wie bist du dazu gekommen? Und wie war es dort? Im Prinzip bin ich dazu genauso gekommen wie zu Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ich habe ganz normal ein Casting gemacht. Und und dann hat es eben geklappt. Und das habe ich auch beides 2019 gedreht. Teilweise sogar parallel. Und und es war natürlich einfach insofern ganz anders, weil es ein ganz anderes Genre ist. Das heißt, es ist ja viel mehr Text, viel schnellerer Text und eben Comedy. Und das andere ist ja eindeutig Drama, also Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Dadurch war es aber total bereichernd, weil ich einfach eine totale Abwechslung hatte im Spiel. Und es war dann auch spannend, die Rollen teilweise miteinander zu vergleichen und dann auch voneinander abzugrenzen. Und ich habe auch durch diese parallele Arbeit jeweils über die Rollen nochmal mehr gelernt oder versucht auch zu verstehen, was ist bei jeder Rolle so der Kern und was macht sie hauptsächlich aus. Und wenn wir jetzt überlegen, okay, du bist bei den Kindern vom Bahnhof Zoo dabei, du bist bei How to Sell Drugs Online Fast dabei, da könnte man meinen, ist denn da noch mehr im Streaming-Bereich, bei dem du dabei warst? Und ja, denn du warst bei Dark dabei, wenn auch nur kurz, aber eindrucksvoll. Meine Güte. Ja. Ich find deine Karriere bis hierhin schon sehr, sehr beeindruckend. Und wenn man jetzt überlegt, dass du bei Cocon ja auch weibliche Hauptrolle gehabt hast und dann mal eben schnell beim Internationalen Filmfestival in Cardiff in United Kingdom in Großbritannien auch noch abgesahnt hast. Deine letzten 24 Monate müssen unglaublich gewesen sein, Lena. Es freut mich, dass du auch noch auf Cocon zu sprechen kommst. Das ist nach wie vor auch eines meiner wirklich so Herzensprojekte. Und es war der Hammer. Es war total schade, dass wir natürlich nicht hin konnten, weil Cocon hat ja auch den Preis für den Best Feature Film gewonnen. Und es wäre natürlich der Hammer gewesen, wenn wir da hätten hinfahren können und feiern. Aber jetzt mit Corona geht es natürlich nicht. Aber trotzdem total toll, dass überhaupt die Preise weiterhin vergeben werden. Und es war echt, ein schönes Jahr dadurch. Worum geht's denn bei Cocon, wer davon noch gar nichts gehört? Cocon ist, wie gesagt, ein Film von Leonie Krippendorf. Und es geht um Nora, die ich eben spiele. Und Nora ist ein sehr, sehr erstmal zurückhaltendes Mädchen, weil sie sehr gerne beobachtet. Und wächst eigentlich so in am Kotti auf, in Berlin, am Kottbusser Tor. Und so ein bisschen wie in so einem Aquarium, weil sie immer in der Bubble, die sie kennt, mit ihrer großen Schwester und deren Freundesgruppe Zeit verbringt und irgendwie dazugehört, weil sie eben die kleine Schwester ist, aber so richtig eigene Freunde hat sie eigentlich noch nicht gefunden und sich halt auch irgendwie da so anpasst, aber gleichzeitig auch nie so ganz dazugehört. Und zusätzlich entdeckt sie, dass sie immer mehr sich zu anderen Frauen und Mädchen hingezogen fühlt, sexuell, und stellt sich so die Frage, wo jetzt eine intime Freundschaft und wo eine Liebe eigentlich anfängt. Und gerade zwischen Frauen ist es ja oft, vor allem wenn man so jung ist, schwer herauszufinden, weil es ja zwischen Mädchen viel mehr Körperkontakt eigentlich gibt als zwischen Männern, was ja schade ist und was sich ändern sollte. Aber es ist ja nach wie vor trotzdem so, dass Mädchen viel öfter Händchen halten, als es zwei befreundete Jungs tun. Und dann lernt sie Romy kennen, eben von Jella Haase gespielt. Und die eröffnet ihr so ein Tor zu einer sehr anderen, wilden, künstlerischen Welt. Und auf einmal sieht Nora so,
sieht sie so, dass sie Lust hat, selbst in Aktion zu treten und selbst nicht nur immer zu beobachten, sondern irgendwie laut und ausladend zu sein. Und dann ist es, ich will auch nicht zu viel erzählen, aber am Ende ist es eben so, dass sie vor allem aber lernt, dass diese Welt, die sie da entdeckt hat, nicht unbedingt an eine Person gebunden ist, sondern dass es was ist, was in ihr selbst schlummert. Und wenn sie daran will, dann kann sie das immer rausholen, ganz unabhängig von anderen Menschen. Bei Cocon spielst du eine 14-Jährige. Ich find's wahnsinnig, wie jung du, also wie jung die Charaktere sind, die du spielst, weil ich würde ja fast sagen, du bist sogar schon über 18, oder? Ich bin 20. Wie ist das dann, wenn man nochmal eine 14-Jährige spielt? Na gut, also den Film habe ich gedreht im Sommer 2018, da war ich selbst 18. Und ich glaube, dadurch, dass wir bei Cocon auch sehr, sehr viel, Leonie hat viele auch Laien gecastet, teilweise dann auch in dem wirklichen Alter. Und so dadurch, dass das ja ein totaler Milieufilm auch ist, ist es nochmal, ich habe nie darüber nachgedacht, oh, ich spiele jetzt eine 14-Jährige, was muss ich jetzt anders machen? Sondern es waren eher einfach die Gedankenwelten, in die ich so eingetaucht bin von einer 14-Jährigen. Und wenn ich dann aber die Gedanken auch so meine Gefühlswelt habe rüberschwappen lassen, dann, ja, dann war das jetzt nicht was, dass ich irgendwie versucht habe, kindlicher zu wirken oder so, sondern dann stellt sich das eigentlich von alleine ein, auch dank der guten Regieführung von Leonie Krippendorf. Und natürlich auch dem tollen Buch, ne? Also das ist ja auch natürlich Wahnsinn. Und was hast du für tolle Frauen an deiner Seite vor der Kamera gehabt? Die großartige Lena Klenke, dazu noch Jella Hase. Was für ein Geschenk. Das muss so viel Spaß gemacht haben. Ja, das dachte ich mir auch. Du kanntest Lena ja noch nicht. Ihr habt dann später bei How to Sell Drugs Online Fast ja zusammengespielt oder kanntet ihr euch schon? Genau. Und mit Jella vorher schon mal Berührungspunkte gehabt? Nur beim Casting auch. Krass. Wow, und du mittendrin. Ich freue mich so für dich, ne? Weil du auch tatsächlich wahnsinnig gut ablieferst. Das ist natürlich eine subjektive Meinung. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr von Lenas Spiel so haltet. Was war denn jetzt in den letzten, sagen wir mal, 24 Monaten schauspielerisch schon die größte Herausforderung für dich? Also ich glaube, was natürlich bei Wir Kinder vom Bahnhof Zoo einfach sehr fordernd war, ist, dass es eine Serie ist mit 8 Folgen, fast 50 Minuten im Durchschnitt. Das heißt, wir haben ein halbes Jahr gedreht. Und das war für mich nochmal was Neues. Also auch bei How to Sell ist es eine Serie, aber da habe ich ja, die ist ja die Folgen viel kürzer und es gibt auch weniger. Und dadurch war die Drehzeit nicht so lang. Und es ist schon nochmal eine Herausforderung, die für mich einfach neu war und dadurch auch nochmal größer vielleicht, dass man so einen Figurenbogen über so eine lange Zeit spielt und so ein Thema, was ja schon auch einfach sehr traurig teilweise ist, so lange mitträgt. Und was dadurch auch so schwierig ist, dass ich das, also was ja auch toll ist, dass die Rolle so sich verändert, aber dann kommt es natürlich manchmal vor, dass man morgens zum Set kommt und eine Szene für die erste Folge dreht und danach eine für die 7. Und das heißt, man geht dann nach der Mittagspause in die Maske und wird von irgendwie hippen, coolen Partygirl zu einer Drogensüchtigen umgeschminkt und muss es dann spielen. Und das waren ganz schön krasse Wechsel teilweise. Was mir besonders gut gefallen hat, war die Visualität des jeweiligen Drogenrausches. Da haben sich wirklich die MacherInnen was so Tolles einfallen lassen. Ich möchte da gar nichts verraten. Das ist einer der Hauptgründe, einzuschalten, sich das generell mal zu gönnen. Wie waren denn diese ganzen Partyszenen? Da sind ja Massen. Das ist wirklich ein produktionstechnischer Riesenaufwand. Wie viele Tage habt ihr in dieser Party-Location gedreht? Ich glaube, da bin ich fast die Falsche zu fragen, weil ich war nicht an jedem Tag dabei. Aber ich hatte allein eine Woche nur Party-Szenen eigentlich. Und läuft da Musik? Kommt drauf an. Manchmal, wenn es also wenn man spricht, also Dialogszenen im Club, eher nicht, aber wenn es darum geht, dass die ganzen Komparsen tanzen und wir auch, dann lief schon teilweise Musik. Aber es sind natürlich auch Szenen, die manchmal dann auch, gerade wenn man dann noch einen kleinen Fitzeldialog hat, dann viel nachsynchronisiert werden müssen. Das weiße Kaninchen, kann man das als deinen Karrierestart bezeichnen? Würde ich schon sagen. Ja, weil es war meine erste Hauptrolle und es war meine erste Rolle, wo ich auch auf eine Art den Film mitgetragen habe. Also wo ich nicht auftauche und dann wieder gehe, sondern wo es irgendwo auch um die Figur ging, hauptsächlich in dem Film. Und ich dadurch auch nochmal anders mich, glaube ich, entfalten konnte und auch zum ersten Mal nochmal anders gelernt hat, wie man eine Figur vorbereitet und einen ganzen Figurenbogen erzählt und so. Ja, und das ist jetzt ja schon ein paar Jahre her.
worum ging es bei Das weiße Kaninchen? Weil das ist ja auch eine sehr heftige Geschichte. Ja, bei Dem weißen Kaninchen habe ich Sarah gespielt. Und Sarah hat so von ihrem Vater einen Laptop geschenkt bekommen und daraufhin angefangen, viel in so Internetforen rumzusurfen. Und verliert sich dann eben teilweise in so verknallten Gesprächen und weiß natürlich aber nicht, wer die eigentlichen Menschen sind, die da hinter ihren Laptops sitzen und mit ihr chatten. Das Ganze nennt sich Cyber-Grooming und es ist ein Phänomen, dass eben Pädophile ihre Opfer durchs Internet finden. Und es ist dann eben die Geschichte von Sarah, die ein Opfer von einem Pädophilen wird. Aber es ist auch die Geschichte von diesem Pädophilen. Also es wird auch seine Familie erzählt. Das heißt, es ist irgendwie eine Auseinandersetzung mit beiden Positionen. Und nichts für schwache Nerven, würde ich auch sagen, ne? Ja, das würde ich auch sagen. Krass, krass, krass. Wann hast du denn eigentlich gewusst, dass Schauspielerei für dich schon mehr ist als nur so ein nettes kleines Hobby? Ha, es ist schwierig, weil ich habe das Gefühl, ich habe schon immer mehr investiert von meiner Zeit und von Disziplin und so, als wenn es nur ein Hobby gewesen wäre. Ich habe ja mit 5 schon meine Eltern belatscht, unbedingt in eine Musicalschule zu wollen, um Singen, Tanzen, Schauspiel zu lernen und dann auch so in den Wühlmäusen in Berlin und der Urania teilweise mitzuspielen. Und das war schon im frühen Alter dann auch sehr, also es war dann schon halt auch natürlich irgendwie eine Herausforderung, jedes Wochenende da 3 Stunden, wenn man so jung ist, sich dann auch zu konzentrieren und es wirklich zu wollen, zu den Proben zu gehen etc. Also ich habe das Gefühl, es war schon immer, hatte ich eine unheimliche Energie dafür, die irgendwie aus so einer Leidenschaft geboren ist, glaube ich. Wofür ich auch sehr dankbar bin, dass ich das so früh wusste, weil es ist ja natürlich auch toll, wenn man irgendwie weiß, wo man hin will. Und ich, aber bis vor kurzem eigentlich, vor kurzem hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, boah, jetzt verdiene ich mein Geld damit und es bestimmt auch einen großen Teil meines Lebens, heißt es jetzt, dass ich jetzt irgendwie Schauspielerin bin. Also es ist so, aber ich habe das vorher eigentlich nie gesagt. Es war mir immer nur klar, dass ich unbedingt schauspielen möchte und dass das auf jeden Fall ein wichtiger Teil in meinem Leben sein soll. Aber ich studiere ja auch noch was anderes gerade und ich interessiere mich für viele Dinge und ich kann mir nicht ein Leben ohne Schauspielerei vorstellen. Aber ich glaube, ich kann mir auch nicht ein Leben nur mit Schauspielerei vorstellen. Jetzt bin ich natürlich neugierig, ne? Was studierst du denn, wenn ich fragen darf? Ich studiere Politikwissenschaft und Philosophie, beziehungsweise eigentlich Sozialwissenschaft. Das ist eine Mischung aus PW und Soziologie. Krass. Also können deine Eltern nicht sagen, du hättest da wenigstens was Ordentliches studieren können. Ja. Ist Wir Kinder vom Bahnhof Zoo für dich wichtig? Es ist mir super wichtig. Und es ist auch, ich bin auch stolz darauf, weil es war einfach, ich habe so viel dabei gelernt, ich habe so tolle Menschen kennengelernt und mich dabei weiterentwickeln dürfen. Und ja, es ist mir unheimlich wichtig und ich habe so das Gefühl, es ist einfach auch toll, wenn man sagen kann, da bin ich ein Teil von und das erzählt was und da sind Themen drin, die mir am Herzen liegen und das können jetzt die Menschen auf der ganzen Welt gucken. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Und ich hoffe, dass viele Menschen auch sehen, dass Drogen eben nicht so geil sind, wie sie vielleicht in manchen Songs oder Filmen zelebriert werden. Ja. Krass, krasses Thema. Krass, was du alles schon geleistet hast. Hättest du an diesem Punkt im jetzigen Alter gedacht, dass du schon so weit bist, erfolgreich, karrieretechnisch? Oder siehst du das von einer ganz entspannten, gelassenen Position aus? Ich hätte das nicht gedacht, aber ich habe auch nie darüber nachgedacht oder nicht so oft explizit darüber nachgedacht, sondern so manchmal irgendwie rast so ein Wunsch vorbei im Kopf und dann denkt man, ach, wow, mal so in so einem richtig großen Projekt mitspielen oder so. Aber ich finde es immer vorsichtig, sich zu große Wünsche zu machen und dann bin ich lieber nicht traurig, wenn sie nicht eintreten, als wenn sie dann doch eintreten, einfach positiv überrascht. Für mich ist ja Wir Kinder vom Bahnhof Zoo so eine Art Naturgewalt, die über einen hinwegrollt. Hast du denn noch einen Tipp für die Leute, die jetzt bald anfangen, das zu schauen, wie man sich darauf vorbereiten kann, diese Serie zu überstehen? Ich glaube, ich will die nicht in einem Rutsch durchgucken, weil dann kann man irgendwann, glaube ich, macht man nur noch zu und kann sich gar nicht mehr richtig drauf einlassen. Und ich glaube auch, dass es was ist, was man total gut zusammen mit jemandem, der einem nahesteht, gucken kann. Weil es auch, glaube ich, toll ist, wenn man nach den Folgen auch darüber sprechen kann. Ja, ich glaube, das wäre mein Tipp.
Und das ist kein schlechter. Lena Rosendowski zu Gast in der Web-Talk-Show. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Ich bin sehr gespannt, was das gleich bei dir sein wird. Für euch da draußen gilt, die Welt ist ein wundervoller Ort, aber es gibt noch richtig viel zu tun. Also packen wir es an. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ein Thema, was mir nach wie vor sehr am Herzen liegt, ist Umweltschutz. Und ich setze mich dafür ein, öffentlich. Und ich glaube, was ich noch nie gesagt habe, ist, dass es mir selbst total schwer fällt, im Alltag ständig darauf zu achten, nachhaltig zu leben. Und dass ich es super anstrengend finde. Und dass ich es total verstehen kann, wenn man auch manchmal keine Lust hat, darüber zu reden oder so. Aber es ist mir einfach trotzdem Anliegen, hier nochmal zu sagen, dass wir eine wundervolle Erde haben und dass ich, selbst wenn man mal einen Tag hat, wo man den ganzen Tag nur Fastfood gegessen hat und Auto gefahren ist und alles, dass es sich immer wieder lohnt zu fragen, ob man nicht doch noch mehr tun könnte für den Umweltschutz.